Harry Love und Mareile Höppner mit Pokerface. Ja, so mache ich die am liebsten. Dankeschön, Harry, du bist super. Mareile Höppner und unser Harry Love. Oh, so ist es super, du. Ich meine, wie viel Gaga war in dir drin? Also ich fühlte mich sehr Gaga. Ich finde, optisch waren wir auch ein bisschen Gaga, aber wir haben viel reingegeben und Harry, du warst wahnsinnig gut. Ich sollte vielleicht dazu sagen, er hat gar keinen Führerschein. Aber okay, na gut. Ich hatte meinen Chauffeur. Sag mal, Harry, warum ausgerechnet Lady Gaga für den heutigen Abend? Lady Gaga war damals meine Background-Sängerin, als sie noch nicht so bekannt war. Aber ich entdeckte natürlich sofort ihr großes Talent, wie bei meiner schönen Mareile. Ja. Sag mal, Hans, ich habe gesehen, dass du richtig so, du hast es genossen. Du hast also auch gelacht und... Ja. Ich hab's super genossen. Ein schöner psychedelischer Ausflug in die frühen 90er. Miami Vice ist vorbeigezogen, innerlich. Großartig. Schwierig, die Dynamik der Nummer. Hier alleine, gut, ich meine, Harry Love ist ein bisschen am Motorrad kleben geblieben, nachvollziehbarerweise. Aber selbst da sah er gut aus. Aber nice Performance, Mareile. Schwieriger Song. Ja. Und du hast den gut auf die Spur gesetzt, die der Harry vorgegeben hat. Ich danke dir, ja. Ich hatte einen harten Lehrer, ja. Das kannst du sehen. Ja. Aber es war wirklich toll, Mareile. Man kennt dich, weißt du, von dem, was du normalerweise im Leben machst und dass du das so machst. Weißt du, man das hatte fällt wirklich... mir leichter als das hier. Ja, das kann ich, das hast du mir heute gesagt. Aber es hat wirklich toll ausgesehen. Sarah? Also erstmal dieses Bühnenbild, das sah so sensationell aus. Es war wirklich richtig geil. Und wenn ich dir das einmal sagen darf, von Frau zu Frau,
du bist so eine sexy Frau. Wirklich. In dieser Hose mit diesem Lederoberteil. Also wirklich. Geht auch dann Weihnachten durch, siehst du, ne? Also ich muss schon sagen, und für den Song, da muss man ganz ehrlich sagen, das war eine Riesenherausforderung. Weil Lady Gaga zu singen, da muss man aber auch den Harry ein bisschen verantwortlich für machen, ne? Ja, Harry? Hört doch auf. Hast es der Mareile nicht leicht gemacht. Ich würde mir wünschen, wenn ihr eine Runde weiterkommt, davon gehe ich jetzt aus, wenn die Leute anrufen, so eine richtig schöne Liebesballade. Ja, ich wäre soweit. Ich wäre soweit. Harry sowieso. Harry wäre sowieso soweit. Olli. Ja, ich muss sagen, Mareile, das war auch im Gegensatz zur letzten Show ein riesen, riesen Schritt in eine sehr, sehr gute Richtung. Das Schöne ist, du machst ja das andere hauptberuflich und hier kannst du dich eigentlich voll ausleben. Und wenn du sagst Pokerface und sexy bist, dann zieh das komplett durch. Und Pokerface ist ja nicht dann auch strahlen, sondern wenn du hier ihn antanzt, dann macht das richtig. Dann schau ihn an. Belässt dich hier nach vorne. Mach rein, belässt dich. Bam. Ja, also bleib in der Rolle. Hier kannst du es 3 Minuten lang ausleben. Und wenn es so weitergeht, Harry, hol schon mal den Wagen für die nächste Show. Danke, Olli. Ich will mehr von dem hier. Hallo.